60, das ist geil. Meine, oh. Ah. Jo Leute, was geht ab? Willkommen bei Chain Grinders Motovlog 666. Das ist geil. Ja, wer das letzte Video geschaut hat, der weiß, dass wir jetzt auf dem Weg sind, einfach mal ein paar schöne Strecken zu fahren. Ich fahre jetzt mal rechts und hoffe, dass das hier perfekt ist. Hessenpark, Lochmühle. Lochmühle war ich früher gerne. Ging richtig ab, Alter. Konntest richtig gut lochen, Alter. Wow! Nee, ist eigentlich sowas wie ein Freizeitpark für Zweijährige, glaube ich. Also viel gibt's da nicht. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal. Diesmal kein Thema, diesmal einfach nur genießen zwischendurch. Ich erkläre euch die Strecken, Alter. Gut, wir fahren jetzt hier außen an und ja, wir haben 80 oder dürfen 80 fahren. Jetzt dürfen wir sogar nur noch 60 fahren. Deswegen ärgern wir uns jetzt. Fuck, warum 60? Und jetzt sehen wir auch warum. Wegen dieser Kurve, die scheiße schmal ist und scheiße ist. Ja, aber ist mir jetzt mal egal. Komm, wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen sportliche. Jetzt ist sowieso. So, Grüßen nicht vergessen. Alle keinen Bock. Okay. Einfach mal wieder ein bisschen dumm Scheiß labern zwischendurch. Eigentlich, ich lasse dann einfach nur meine Gedankengänge frei. Eigentlich das, was ich denke, sage ich dann. Hat mich der Timo auch mal drauf angesprochen. Ich sage einfach das, was alle denken. Und jetzt denke ich mir, ach du Scheiße. Okay, weiter komme ich noch nicht. Ich wäre weitergekommen, aber ich will jetzt auch nicht alles aufs Spiel setzen. Und ja, fuck, jetzt wollte ich gerade. Oh, und da macht es einer. Einer tut es. Also es tun zwei. Sehr schön, Jungs. Ich bin stolz auf euch. Auf dich nicht, du bist scheiße. Brombach! So, aber es kommen hier sehr viele Motorradfahrer entgegen. Das heißt, die geilste Strecke kommt wahrscheinlich jetzt erst noch. 2 Kilometer ist eigentlich auch nicht so viel, was man jetzt fahren kann. Oder wir fahren nach Saalburg, Hessenpark. Hochtaunusstraße hört sich gut an. Und Waldtal auch. Also fahren wir weiter geradeaus. Hier kommen wir vorbei. Da sagt noch mal einer, ich fahre nicht gern mit anderen. Vor mir ist doch einer. Mein bester Kumpel, Alter, in Jeanshemd. Ist doch scheiße. Oh, ein Blitzer. Uiuiui. Gut, dass ich vor mir einen hatte, weil ich wäre wahrscheinlich mit 180 hier durchgerast. Hola cerveza, ne una, hola, una cerveza por favor, gracias. Hi, servus. Irgendwie grüßt kein Spaß zurück, Mann, das regt mich doch schon wieder auf. Klar, ich meine, du fährst hier irgendwo lang, gerade zu Motorradstrecken, da kommen dir einfach alle 2 Meter kommen dir Motorräder entgegen. Habe ich ja eben schon gesagt, so Arm einfach rausstrecken, einfach draußen lassen. Fertig. Aber trotzdem mache ich es immer wieder. Ich zwinge mich dann irgendwann dazu. Weil ich finde, das ist einfach ein Muss. Du musst die Leute grüßen. Wenn du es nicht machst, bist du scheiße. Sagen wir es so. Ich lasse es ja gerade noch gelten, wenn man nur kurz so die Hand hochhebt hier. Da muss man zwar extrem auch hingucken, hat er jetzt gegrüßt oder hat er sich irgendwie nur die Finger mal kurz gedehnt. Man weiß es ja nie, aber die Leute, die dich dann noch angucken und es dann einfach komplett sein lassen, da riecht es. Boah, 5 Kilometer! Geil! Alter! Schwarzwald-Style, 60! Yes! Fuck! Ist das dein Ernst? Oh. Ist mir scheißegal. Oh, Blitze! Ein Blitze! Das kann nicht wahr sein, Mann! Oh, verdammte Scheiße, ey. Und ich grüße wieder und keiner grüßt zurück. Die haben sogar 2 aufgestellt, die Wichser, Alter. 3! Alter! Hä? Warum? Oh. Das ist doch scheiße. Ihr wollt mich doch echt verarschen.
guck, jetzt sind wir sogar eine richtige Kolonne hier. Alle, die uns entgegenkommen, denken, ich gehöre dazu. Yeah! I got some new friends, man! Boah, geile Kurve! Alter, geil. Fett. Aber trotzdem muss ich so mit 60 fahren. Das ist doch schon... Nee, ich sag... Nee. Okay, ich bin ruhig. Best day ever. I'm so happy. Ah. Aber ich glaube, wenn ich jetzt allein vorausfahre, genau in dem Moment kommt ein Blitzer. Und dann ist der Lappen echt weg, Mann. Ja, eigentlich nicht so cool. Nicht ganz so cool. Wo das im Auto jetzt letztens innerhalb von einem Monat dreimal geblitzt. Auch geil. Immer an der gleichen Stelle übrigens. Auch geil. Hey. Naturpark. Wenn man in den Naturpark mit einer Natur Honda CBR, mit einem Natur Burnout, mit Natur Acra, mit... Ja, okay. Nee, wir fangen gerade aus. Servus. Ah. 80. Ey, jetzt überhole ich es. Scheißegal. Nee, doch nicht. War ein Witz. Nimm's zurück. Ach, eigentlich geil hier. Echt geil, Mann. Aber die können doch hier wenigstens 180 machen. Das wird vollkommen reichen. Feldberg, Alter, Feldberg, einfach mal, das wäre geil, einfach jetzt mal zum Feldberg, das machen wir jetzt mal, weil bin ich auf dem Weg schon zu Feldberg, ich weiß wirklich nicht, wo ich hier bin, ey. Ich weiß auch nicht, wie ich wieder zurückfinde, Feldberg, steht nicht mehr da, aber ich war mal rechts, die Leute wissen, wo sie hin wollen, Hauptsache ich weiß es nicht. Nach Harley, ah! Mein Arm fault ab, nein! Es tut weh. Geradeaus, so. Jetzt bestimmt alles frei. Keine Begrenzung. 80. Geil. Ihr seid richtige Arschlöcher. Ihr allesamt in Deutschland. Wirklich. Ich verstehe es einfach nicht. Warum? Klar, ja, ist ein bisschen gefährlich. Oh! Man will sich ja nicht totfahren, gell, nee. Aber man will auch ein bisschen seinen Spaß haben, finde ich jetzt. Da kann man ruhig mal ein bisschen schneller fahren. Ich meine, ich halte mich doch dran, aber... Ah. 60, das ist geil. Meine... Oh. Ah. Nee. Nee. Nein, nein, Alter, gib dir das mal, 60, echt, ey Alter, dann kann ich mir auch einen 125er kaufen, weißt du, ich kann hier nirgendwo mal ein bisschen schneller fahren, ich kaufe mir mal echt einen 125er und gut ist, ey, dann fahre ich jetzt hier durch den Wald und habe ich noch mehr Spaß dabei, wie wenn ich jetzt hier mit 60 auf der Scheiße fahre, oder ein Fahrrad, ja, ein E-Bike, geil. Muss ich mich wenigstens nicht anstrengen. Scheiße hier. Klar, versuche ich das jetzt lustig rüberzubringen, aber mich parkt das echt ab gerade, ey. 60. Jetzt habe ich nicht gegrüßt. Ohne Goldwing-Fahrer, der grüßt. Oh, der hat gegrüßt. Ja, dass ich das noch erleben darf. Ein Honda Goldwing-Fahrer mit zwei USA-Flaggen hat mich gegrüßt. Eigentlich kann ich meine Motorradkarriere jetzt komplett aufgeben. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Das ist, ich habe gerade das erlebt, was keiner erleben wird jemals. Wahnsinn. So, jetzt gebe ich Gas, mir ist scheißegal. Genau, jetzt wo ein Parkplatz da ist, gebe ich Gas. Jo, ist ja klar. So. Gerade wo der Parkplatz ist, das ist die geilste Strecke. Hätten sie den Parkplatz nicht irgendwo in den Wald reinbauen können. Die sind behindert, wirklich. Ich sag's dir, die sind alle behindert. Allesamt sind behindert.
Die sitzen da, was weiß ich, wo die so eine scheiß Plan im Reichstag, wahrscheinlich nett, aber irgendwie Straßenverkehrsordnungsplanung, ja, wir machen jetzt einen Parkplatz dahin, wo alle Motorradfahrer richtig Spaß haben. Nur um denen in den Arsch zu treten, Alter. Parkplätze, überall Parkplätze, wo man eigentlich fahren könnte. Mein Gott, was wollt ihr denn hier alle parken? Wir wollen hier fahren. Kann mir nicht mal. Ich starte jetzt eine Petition. Keine Parkplätze an geilen Strecken. Und ich möchte, dass ihr alle unterschreibt und das Scheißding teilt. Ohne Spaß. Die Kacke, das kann ja nicht da sein. Alter, sieht das geil aus hier. Alter, ich raste aus. Alter, ist das geil.